Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei Minecraft. Heute geht's ran, dass wir uns diese schöne Blockhütte bauen. Du kannst sie dir platzieren in deine Stadt, in deinen Wald oder überall, wo du meinst, du brauchst da eine schicke Blockhütte. Wir wollen diese natürlich nicht nur von draußen so und schön gestalten, nein, auch innen drin darf ein bisschen was sein. Denn ihr wisst ja, wer sich die Häuser auch innen drin gestaltet, der macht immer Pluspunkte bei seinen Freunden, weil ich meine halt, jeder kann ein paar Wolkenkratzer bauen, wo nichts drin ist. Aber Häuser, die eingerichtet sind, das sind schon immer so kleine Hingucker. Ja, und wie wir das natürlich alles hinbekommen, zeige ich dir heute. Von daher schnapp dir gleich deine Blöcke und dann geht's los. So, Freunde, für den Start holen wir uns erstmal wieder ein paar Blöcke raus. Heute begleiten uns glatte Quarztreppen, abgezogenen Eichenholzstamm, denn Fichtenholzstufen, Eichenholzblöcke, davon nochmal bitte die Treppen. Dann holen wir uns noch Birkenzaun einmal raus. Tiefer, schiefer, Ziegel, Treppe und davon nochmal die Stufe. Wir bauen zuerst mal natürlich einmal den Rand unserer Hütte. Dafür nehmen wir glatte Quarztreppen. Und zwar wollen wir die uns erstmal hier so, würde ich mal sagen, erstmal in eine Länge platzieren. So, ich setze mir eine hin und dann einfach mal zur Seite weg. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. 15 Blöcke sind an sich, sage ich mal, Vorder- und Rückseite lang. Jetzt kommen wir mal zu den Seiten. Da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn 19 Blöcke. Also 19 Blöcke auf den Seiten, Vorder- und Rückseite sind 15 Blöcke lang. So. Wenn wir das schon mal geklärt haben, heißt es jetzt natürlich, die anderen zwei Seiten muss ich hinterherziehen. Ja, die Logik. So, da ziehe ich ja einfach mal zu. Und wenn wir das dann fertig haben, natürlich müssen wir alles hier richtig rumsitzen, geht schon ran an unsere Baumstämme. Und zwar an den Ecken setzen wir jeweils, wir können das einfach gerade hochsetzen, 5 Stücken. So, 5 Stück hier. Und nochmal zur anderen Seite, zack, 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 zack. Setze ich auch nochmal 5. Und bei gerade hier meinen Baumstämmen hochsetzen, gibt es zwei Arten, wie man jetzt das Haus bauen kann. Es gibt ja die Baumstämme, sag ich mal, wo man hier diesen Jahresring gibt. Es gibt aber auch im Creative-Menü bei Holz, na, wenn wir hier gucken, abgezogenes Eichenholz, was, sag ich mal, keine Jahresringe hat. Ja, egal, wo man guckt, der hat keinen Jahresring. Kann man jetzt auch nehmen zum Weiterbauen. Das hat damit zu tun, wenn ihr euch jetzt, sag ich mal, hier diese Wände zieht und ihr möchtet nicht gerne hier die Jahresringe zu sehen haben, dann nehmt ihr jetzt am besten diese komplett glatten an den Seiten. Habe ich jetzt hier bei diesem Modell auch genommen, weil ich das ganz schick finde, weil die Jahresringe sollen ja nur so hervorgehoben werden bei unseren Balken, ne, die ja hier überall so abstehen. Aber das ist wie immer halt Geschmackssache, ihr könnt natürlich auch nehmen, was ihr wollt. So, jedenfalls wollen wir jetzt die Seiten einmal zuziehen, auch wieder auf unsere 5 Blöcke. Und zwar bei den Baumstämmen, ich glaube, das muss ich nicht immer zu erwähnen, aber ich mache es einfach mal. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, wie ihr euch den hinsetzt. Ne, also ich würde euch wirklich raten, die immer seitlich zu setzen und nicht immer so von oben zu gucken. Weil das Muster sieht einfach ein bisschen, weiß ich nicht, aus. Ne, also die sollten schon bei einer Blockhütte immer liegend sein und nicht stehend. Wenn wir jetzt natürlich jetzt unsere Seiten soweit haben, nehme ich mir jetzt wieder die Baumstämme mit Jahresringen. Und zwar an den Seiten möchte ich mir gerne hier einfach solche abstehen lassen. Da lassen wir dann immer so eine Blockreihe dazwischen Platz. Das machen wir hier auf jeder Seite. Das hebt das Ganze schon mal so ein bisschen hervor. Wir werden aber nochmal auf Vorder- und Rückseite, das sind natürlich jetzt hier unsere kürzeren Seiten, in der Mitte auch nochmal einfach einen weiteren Baumstamm platzieren. Die Mitte findet ihr ganz einfach, indem ihr hier einfach 6 Blöcke Platz lasst. Ne? Ab den 7. könnt ihr dann einfach hier einen Block hinsetzen. Aber ich finde, das sieht man eigentlich auf Anhieb hier, wo die Mitte ist. Zack, und da setzt ihr den einfach hin. Wir wollen natürlich auch gleich mal ein paar Fenster reinschlagen. So. Ihr könnt auf einer der Seiten, würde ich mal sagen, einfach mal eine Blockreihe Platz lassen. Dann schlagt euch ein 2x3 Fenster rein. Ich mache mir jetzt hier einfach auf der einen Vorderseite insgesamt 3 Fenster rein. Ihr könnt euch die natürlich auch immer noch versetzen, wenn ihr meint. Ne? Also ihr könnt euch das so verteilen, wie ihr möchtet. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man sich das innen drin am Ende gestalten will. Ne? So, ich setze mir jedenfalls bei meinen Fenstern nochmal oben und unten noch ein paar weitere Stufen hin, um das Ganze wieder hervorzuheben. Dann fliegen wir einfach mal auf eine Seite. Hier mache ich mir auch nochmal zwei oder ein Fenster jeweils auf jeder Seite hin. So, an der Seite auch nochmal so ein schönes Fenster hin. Oder so mal 2 Blöcke Platz lassen. Oh, hier auch nochmal 2 Blöcke Platz. Und dann setze ich mir hier, zack, 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 natürlich meine Tür rein. So, unten oben eine Stufenreihe. Und in der Mitte setzen wir einfach eine Blockreihe hin. Wie euch das natürlich jetzt hier so weiter vorzieht, kann jeder für sich entscheiden.
Ich mache mir einfach hier wieder ein paar schöne Fenster rein. Ich würde jetzt einfach mal auch meine Fenster rein hier einfach mal spiegeln. So, auf der Vorderseite hatte ich jetzt auf der einen Seite 2, auf der anderen Seite 1. Und auf der Rückseite tausche ich das einfach mal, ne? Dass ich dann hier auf der anderen Seite dann halt 2 habe und auf der anderen nur 1. Naja, das kann man sich ja verteilen, wie man möchte. Auf der gegenüberliegenden Seite hier, wo wir, sag ich mal, auf der anderen Seite die Tür gemacht haben und die Fenster, fühle ich das einfach nochmal sofort. Also komplett gleich hier auf der anderen Seite. Wenn wir dann so weit kommen sind, unsere Fenster und Türen halt so erstmal zu platziert haben, nehmen wir jetzt unser Eichenholzblöcke. So, und ich setze mir jetzt einfach mal auf unseren Grundriss noch einfach eine weitere Ebene hin. Sobald wir die wieder rumgezogen haben, fangen wir auf Vorder- und Rückseite an, uns ja eine ganz normale Minecraft-Pyramide hochzustapeln. Das sollte auch perfekt aufgehen, dass wir hier natürlich die eine Mitte haben. Wenn das jetzt natürlich nicht der Fall sein sollte, dann hast du dich verzählt. So, meine eine Mitte. Also bei mir passt das. Ich werde das nochmal auf der anderen Seite nachziehen. Also auch hier zack die Pyramide hoch. Wir wollen natürlich auch nochmal auf den anderen Seiten Pyramiden uns setzen. Aber wo fangen wir da am besten an? Komplett an der Seite wäre ein bisschen zu groß. Wir gucken jetzt einfach mal hier bei unseren zwei Fenster. Wenn du die jetzt genauso hast wie ich, dann brauchen wir jetzt nicht zielen. Also das ist ja auch so 2 Blöcke Abstand. 2 Fenster. So, hier drüber, auf der Innenseite vom Fenster, setzen wir einfach die Pyramide. So, auf der anderen Seite genauso. Ne? Wir starten hier so. Und dann ziehen wir die ganz normal nach oben, bis wir wieder hier auch die einer Mitte haben. Da, da ist meine einer Mitte. Und auf der anderen Seite möchte ich mir das natürlich nachziehen. Das heißt auch hier wieder beim Fenster gucken. Zack, fange ich an. Ziehe zur anderen Seite das hinterher. Und dann geht es ganz normal hier weiter. Wir nehmen jetzt zum Weiterbauen wieder diese abgezogenen Eichenholzstämme mit den Jahresringen. So, wir fangen jetzt einfach mal hier bei unserer Pyramide an. Und da setzen wir jetzt hier auf der Außenseite vom Fenster einmal so einen Baumstamm hin, auf der anderen Seite auch. Und dann suchen wir wieder hier einmal die Mitte, auch wieder einen Baumstamm hin. Ganz einfach, Mitte zu finden, achtet auf die Tür. So, dann fliegen wir hier wieder zu den Seiten. Hier möchte ich aber nur an den Seiten hier, zack, einmal nochmal ein bisschen was vorziehen. Also auf den letzten Baumstamm hier nochmal so 2 nach vorne. So, ich fliege wieder hier zur Seite. Also beim äußeren Rand hier beim Fenster, zack, einen Baumstamm hin, in der Mitte einmal einen Baumstamm hin und auch hier wieder ein. So, und auf der anderen Seite setzen wir nur an der Seite hier nochmal 2 weitere oben drauf. Ich bleibe auch gleich mal auf Vorder- und Rückseite. Und zwar möchte ich mir hier wieder ein paar weitere Fenster machen. Wir können auch gerne nochmal ein paar Fichtenholzstufen nehmen und die hier einmal oben drauf setzen. So als Halterung. Dann fliegt ihr zur Mitte, schlagt hier einfach so ein 3x3 Fenster rein. Oben die Mitte nochmal einen weg. Und dann setzt ihr hier wieder eure Stufen einmal hin. So, komplett hier einmal überall verteilt. Wunderbar. Wir fliegen auch gleich wieder zur anderen Seite. Da wollen wir uns eine Krone hinterherziehen. So, erstmal eine kleine Stütze hier reinziehen. Wunderbar. Zur Mitte hin. 3x3 fällt frei. Oben in der Mitte noch einen weg und platziert wieder einmal eure Stufen. So, jetzt fliegen wir wieder hier einmal komplett zur Seite. Hier möchte ich mir natürlich auch wieder ein paar Stufen platzieren, aber jetzt auf der Höhe der Baumstämme, die wir jetzt einfach hier so lang ziehen, also nicht weiter, hier kommt ja dann später das Dach rauf. So, und über den Baumstamm gleich einfach ein 3x3 Feld freihauen und wieder die Stufen hin und dann haben wir hier wieder die nächsten Fenster. Ha, schick. So, ich fliege wieder zur anderen Seite. Erst eine kleine Stütze hier wieder platzieren, dass das alles gehalten wird. Und dann wieder hier in der Mitte ein 3x3 Feld. Stufen hin und dann haben wir die Seite auch wieder soweit fertig. Ich fliege gerade so ein bisschen rum, aber ich würde mal sagen, wir können jetzt schon anfangen mit dem Dach. Das heißt, wir nehmen jetzt für unser Dach unsere tiefer schiefer Ziegeltreppen und Stufen. Vorder- und Rückseite wäre eigentlich gar nicht mehr verkehrt, wenn wir hier anfangen. Und zwar setzen wir einfach ganz normal unsere Treppen hier einfach so nach oben. Und das Dach ergibt sich jetzt einfach von alleine, wenn ihr das hier so lang zieht. Und zwar, wir wollen das natürlich auch hier auf den Seiten so verteilen. Das zieht ihr einfach eure Treppen hier immer so lang. Ja, so wie das hier passt, so zieht ihr euch das lang. Und jetzt nicht wundern hier, wir wollen das natürlich auch hier wieder einmal so nach vorne überstehen lassen. Und allein, wenn ihr euch das Dach jetzt hier so lang zieht, ihr seht, das geht alles perfekt auf. Da muss ich nicht gerade großartig was sagen, wie man sich hier die Treppen einfach verbindet. Ich glaube, hier unten an dem Baumstamm wäre es gar nicht mehr verkehrt, wenn wir die Treppe auch so machen, dass die sich so aneckt, ne? Habe ich das auf der anderen Seite gemacht? Nee. So, einmal anecken lassen. Mir ist gerade aufgefallen, als ich das halbe Dach jetzt hier schon fertig habe, dass wir nochmal zu den Seiten hier fliegen müssen. Schnapp dir nochmal deine Baumstämme und erweitere das Ganze nochmal um einen weiteren, dass wir hier insgesamt 2 überstehen haben. Denn unser Dach sollte komplett überall 2 Treppen überstehen. Gut, dass ich hier alles nochmal überprüfe, denn hier auf der Vorder- und Rückseite haben wir hier 2 Treppen überstehen. Und wenn wir das jetzt erweitert haben, haben wir hier auch 2 Treppen überstehen. Ja, das passt. So, muss ich natürlich nochmal auf der anderen Seite hinterherziehen, die Baumstämme. Nicht, dass ich das hier dann vergesse. So, einfach um einen noch erweitern. Schick.
Ja, dann schnappe ich mir wieder meine Treppen und ziehe mir einfach noch die restliche Seite hier von meinem Dach einfach mal hinterher. Mein Dach habe ich soweit fertig gezogen. Jetzt wollen wir es natürlich noch von unten verkleiden. Ich nehme mir nochmal meinen Baumstamm und zwar ganz oben hier in der Mitte. Setzen wir nochmal eine weite Baumstammreihe. Dann kommen wir zu unseren Eichenholztreppen oder nehmen wir erstmal die Fichtenholztreppen. Nehmen wir die. Und zwar auf der Innenseite hier, unser Dach steht ja jeweils zwei Blöcke über, setzen wir einfach unsere Fichtenholztreppen hier einmal so schön lang. Und davor setzen wir dann hier einfach unsere Eichenholztreppen. Das hebt das ganze Dach noch so ein bisschen hervor. Und wer noch möchte, kann gerne hier ganz oben beim Baumstamm, wenn ihr nicht unbedingt hier den hier sehen wollt, auch gerne noch ein paar weitere Stufen nehmen. Oder ihr lasst es einfach mit dem Baumstamm so offen. Na, das kann man nehmen, wie man möchte. So, auf der anderen Seite hier, genau das gleiche Spiel, ganz oben in der Mitte nochmal einen Baumstamm hin. Auf der ersten Reihe hier beim Haus setzen wir einfach unsere Fichtenholztreppen wieder einmal lang. Und davor dann wieder die Eichenholztreppen. Sehr schön. So, zwei Seiten bleiben mir noch. Die ziehe ich natürlich auch nochmal so hinterher. Wenn wir denn alles einmal beim Dach verkleidet haben, bleibt noch eine Sache übrig, die wir noch nicht verwendet haben. Und zwar unser Zaun. So, hier in der Mitte beim Baumstamm setze ich mir einfach mal ein 3x3 Feld mit meinem Zaun hier einmal hin. So, schönes 3x3 Feld. In der Mitte setzen wir einfach mal die Strebe komplett nach oben. Die unterste Strebe, wenn wir hier nochmal zu den Seiten einfach mal ziehen, das soll das Ganze nochmal so ein bisschen stabilisieren. Dann lasst ihr eine Zaunreihe frei und hier oben da, zack, setzt ihr nochmal einen jeweils zur Seite hin. So. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir das nochmal auf der anderen Seite. Also, erstmal so ein schönes 3x3 Feld. Dann ziehen wir die mittlere Strebe hier einmal nach oben. Die unterste wollen wir natürlich hier nochmal zu den Seiten ziehen. So, diese ziehen wir auch nochmal zu den Seiten. Und andere Seite hinterher. Schick. So, jetzt sind wir mit unserem Häuschen von draußen soweit, na, noch nicht ganz fertig, aber es sieht schon mal aus wie eine Blockhütte. Wir wollen jetzt auch anfangen, innen drin das Häuschen uns ein bisschen mehr zu gestalten. Dafür holen wir uns wieder ein paar Blöcke raus. So, tiefer, schiefer Fliesen hole ich mir raus. Birkenholzbretter, ozindierendes Kupfer, ihr könnt auch gewachstes nehmen, aber das ist eigentlich völlig egal, weil das ist schon die letzte Phase vom Kupfer. So, abgezogenes Eichenholz holen wir uns raus und dann nochmal das Fichtenholz, also das ohne Jahresringe, ne? Also komplett hier nur diese abgezogene Rinde, die überall ist. Und dann fliegen wir hier einmal in die gute Stube rein und jetzt fangen wir an, ich würde mal sagen, erstmal mit den Wänden. Das hört sich gar nicht mal so verkehrt an, fangen wir damit an. So. An den Seiten können wir das erstmal zack bis nach oben ziehen. Ich würde mal sagen, ihr zieht euch das so weit hoch, wie wir jetzt auch auf der Außenseite die Baumstämme haben. So, und auch hier müssen wir wieder darauf achten, dass wir uns die hinlegen und nicht alle nach oben ziehen, damit das Muster halt auch so bleibt, wie wir es draußen haben. Ihr könnt es wirklich gerne auch jetzt eine Tapetenfarbe nehmen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr meint, ihr möchtet nicht unbedingt die gleiche Holzfarbe innen drin haben, wie ihr sie draußen habt, dann ändert sie jetzt einfach. Denn, ja, das ist jedem selbst überlassen, wie man sich natürlich jetzt seine Tapete machen will. Und das ist immer was Schönes in Minecraft, dass wir ja Tapeten benutzen können. Muss man natürlich alles planen, wenn man sein Häuschen baut, wenn so einfach geht das ja nicht. So, jetzt fällt mir was auf und zwar jetzt hier an der Seite müssten wir nochmal die Baumstämme uns hinlegen, damit das Muster auch so ein bisschen bleibt. Na, so seitlich. Ja, das sieht gut aus. Ich habe jetzt meine Tapete auf der unteren Ebene soweit erstmal vorgezogen. Wir wollen das natürlich jetzt hier unten noch erweitern, aber auch das obere Stockwerk wollen wir natürlich hinterherziehen. Dafür habe ich mir noch drei Sachen rausgeholt, und zwar glatte Quarzstufen, Treppen und einen Fichtenholzblock, um das Ganze noch zu erweitern. Beim Fichtenblock bleiben wir nochmal, und zwar auf der Innenseite bei unseren Türen, verstärke ich das nochmal innen drin. Einfach nur die Mitte so ein bisschen. Dann würde ich mal sagen, platzieren wir jetzt schon mal so ein bisschen den Boden. Hier kommt aber auch noch so eine Abtrennung rein von dem Badezimmer. Würde ich mal sagen, machen wir in so eine Ecke von so zwei kleinen Fenstern, die wir hier haben. Also nicht diese Doppelfenster hier, sondern so zwei kleinen Fenster, die wir in der Ecke haben. Da setze ich jetzt einfach nochmal so, würde ich mal sagen, vier Blöcke in die eine Richtung. Dann einmal einen abgezogenen Fichtenholzblock in der Ecke und nochmal hier vier in die andere Richtung. So. Ich glaube, hier mache ich mir dann auch später meine Tür rein. So, dann wollen wir das auch gleich mal nach oben ziehen. Insgesamt, muss ich mal kurz mal schauen. Also wenn ich jetzt hier von glatten Boden noch ausgehe, sechs Blöcke. Ne, setzen wir das Ganze einmal hoch. Die anderen Seiten ziehe ich hier einfach mal hinterher.
Bei der Türgröße, ihr kennt mich ja, ich mache immer drei Blöcke. Wir machen ja später eine umgedrehte Treppe und dann kannst du die Tür reinsetzen. Aber du kannst auch gerne auch nur eine normale Zweierhöhe machen, ne? Wie du möchtest. So, im Badezimmer nehme ich natürlich mein Kupfer, was ich mir hier einmal platziere. So. Dann fliege ich hier wieder einmal ins große, offene Bereichzimmer hier. So, ich möchte mir gerne auch natürlich eine Küche bauen. Dafür nehme ich jetzt als Boden meine Birkenholzblöcke. Und zwar auch hier wieder von der Tür, gucke ich einfach mal, ziehe zur Seite 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann setze ich mir wieder meinen Fichtenholzblock und zwar wieder auf 6 Blöcke an sich hoch. Und verbinde das hier einfach mal wieder zur Wand. Die Innenfläche könnt ihr dann hier wieder einmal komplett ausfüllen. Und wenn wir das haben, schnappen wir unsere Fliesen und können den restlichen Boden damit einfach mal befüllen. So, meinen Boden habe ich hier einmal reingezogen. Ich nehme mir nochmal meinen Fichtenholzblock und zwar möchte ich mir gerne, sagen wir mal vor der Küche, nochmal eine kleine Stütze bauen. Lass dann hier einfach jeweils immer so zwei Blöcke zu jeder Seite Platz. Setz dir hier deine Baumstammblockreihe mal hin. Da reichen auch, wenn ihr da nur drei Blöcke hinsetzt, ne? Dann haben wir das. So, weiter geht's, dass wir jetzt schon mal anfangen, eine Deckenebene uns reinzuziehen. Und zwar unsere glatten Quarzstufen setzen wir einfach hier auch auf der sechsten Blockhöhe, die wir innen drin die Tapete haben, einmal komplett lang. Zieht auch erstmal alles zu. Später machen wir hier noch ein bisschen was auf, wieder für eine Treppe, wo es dann nach oben geht. Aber erstmal komplett alles hier glatt einmal zuziehen damit. Es ist noch eine optische Sache, die wir machen können. Und zwar, wir haben ja, wenn ich mich hier nochmal ein bisschen runterbaue, ja diese Träger uns platziert. Ihr könnt die Träger gerne nochmal ein bisschen verfeinern, indem wir die hier mit den Seiten verbinden. Dadurch wirkt das unten, dass das wirklich so den Raum abstützt. So, schauen wir mal. Ja, das sieht so doch ein bisschen aus, als ob das Ganze hier ein bisschen davon gehalten wird. Genauso jetzt hier beim Badezimmer könnten wir die letzte Ebene auch nochmal mit diesen Baumstämmen austauschen. Da müsst ihr jetzt aber überlegen, ob ihr auch, sag ich mal, über den Fenstern das machen wollt. Das ist wieder so eine optische Sache. Na, ob euch das gefällt oder nicht. Ja. Naja, das muss jeder für sich entscheiden, ob er es machen will oder nicht. Aber ich mache es jetzt einfach mal hier. Na gut, so, dann sind wir unten soweit durch. Geht's weiter oben. Und zwar, wir nehmen wieder unsere abgezogenen Eichenholzblöcke, die ich wieder hier als Tapete benutzen möchte. Aber du kannst auch wieder hier eine ganz andere Blockfarbe als Tapete nehmen. Ja, tob dich da aus, wie du möchtest. Auf der oberen Ebene habe ich dann soweit hier meine Tapete einmal an den Seiten platziert. Jetzt geht es weiter mit abgezogenem Fichtenholzblock und zwar vorder- und rückseitig bei unserem schönen großen Fenster. Lassen wir darüber einfach mal eine Blockreihe Platz, dann setzen wir hier eine Strebe hin. Die könnt ihr auf die Vorder- wie Rückseite ziehen und es ist das gleiche Spiel hier nochmal an der Seite, aber an der Seite, muss ich mal kurz gucken. Ja, da setzen wir es ganz oben einmal ran, so schön hier einmal verbinden, dass wir hier ein schönes Pluszeichen haben. Und sobald wir das haben, nehmen wir jetzt unsere glatten Quarztreppen und wollen hier natürlich nochmal das Dach verkleiden. So, da setzt ihr einfach dann hier eure Treppen ran. So, schön einmal langziehen hier an den Ecken. Sobald wir dann auch unsere Decke hier verkleidet haben mit den Treppen, bleibt nur eins übrig. Und zwar müsst ihr hier euch noch den Boden reinziehen. Ich habe mich entschieden, Fichtenholzblöcke ganz normal und schlicht hier einfach als Boden zu nehmen. Ihr könnt auch gerne Teppich nehmen, auch nochmal Fliesen nehmen. Ja, verteilt euch das einfach, wie ihr möchtet. Etwas können wir noch machen. Und zwar, nehmt euch noch ein paar Glasscheiben raus und verkleidet jetzt eure Fenster. Wer nicht drauf steht, mit Glasscheiben zu arbeiten, der kann auch gerne Blöcke nehmen. Dafür ist es auch gedacht. Also wer möchte, kann Blöcke nehmen oder Scheiben. Beides sieht gut aus. Wenn ihr eure Blockhütte auch betreten wollt und eine Tür euch aufmachen wollt, einfach bei den Türen so einfach das Glas nach innen beugen und dann hier einfach noch so einen Griff mit einem Zaun, Eisengitter, Pipapo sich noch ein bisschen darstellen. Sehr schön. So, dann sind wir wieder mit diesen Blöcken erstmal soweit fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch innen drin eine Leichtigkeit bauen und zwar natürlich die Treppe, die fehlt ja noch, wie wir ins nächste Stockwerk gelangen. Um das jetzt abzuschließen, holen wir uns nochmal steinzige Mauern raus, Trichter, glatte Steinstufen, jetzt natürlich für unsere Treppe innen drin, Tropenholzstufen und Treppen und eine Fichtenholzstufe, wo ich mal einfach nochmal sicherheitshalber raus. Wir legen auch erstmal noch los mit dem äußeren Bereich und so habe ich mir gedacht, mit meinen Mauern einfach mal hier in der Seite mir noch ein paar Regenrohre zu platzieren. So, ganz oben kommt der Trichter ran, dann einfach hier unter unserem Dach nochmal ein paar glatte Steinstufen und dann war es schon. Und das macht ihr einfach noch hier in jede Seite. Warte mal, jetzt habe ich gerade gesehen bei meinem Vorbau.
Jetzt habe ich hier noch eine Treppe vergessen. Also so sollten wir das am besten machen. Da kann man mal sehen, wenn ich jetzt hier noch mein Regenrohr mache. Aha, guck, hier habe ich auch noch eine Treppe vergessen. So nach vorne ziehen, Regenrohr runter. Super. Aber habe ich nicht auf jeder Seite vergessen. Naja, so eine kleine Kontrolle noch am Ende. Regenrohre sind platziert. Das heißt, jetzt begeben wir uns einmal in unsere Hütte. Ups, auf der anderen Seite habe ich meinen Eingang. So, gehen wir einmal in die Hütte rein. Und zwar, ich habe mir das ja wieder vormarkiert. Einfach jetzt, wir hatten ja, sag ich mal, hier diesen Dreierbalken schon mal platziert. Ihr könnt auch gerne vom Dreierbalken drei Blöcke nach vorne gehen. Dann setzt ihr einfach eure Treppen hin. Ihr setzt immer hinter der Treppe nochmal eine umgekehrte Treppenreihe hin. Das Spiel machen wir hier dreimal. So, noch das dritte Mal. Und dann setzen wir auch da wieder umgekehrte Treppen hin. Dann setzt ihr hier vorne zwei Stufenreihen hin. Gleich da gegenüber setzt ihr wieder eine Treppenreihe hin. Und jetzt seht ihr schon, wo müssen wir hier ein bisschen was freischlagen, um nach oben zu kommen. So, die Treppe ist auf eine Zweierbreite. Da achten wir drauf. So, ein bisschen was weggehauen. Und dann auch hier wieder um diese Treppe hin. Normale ran. Und das macht ihr so lange, bis ihr dann natürlich jetzt hier in den Boden, zack, ankommt. So, jetzt können wir nochmal gucken. Kommen wir hier auch super runter. Ja, kommen wir perfekt runter. Jetzt könnte man theoretisch hier nochmal, zack, noch eine Stufenreihe platzieren. Ja, man kommt noch durch. Passt. So, und dann heißt es schon, jetzt könnt ihr das Ganze gestalten. Hier oben in der Mitte könnt ihr auch gerne nochmal so einen Balken runterziehen. Dann ist das hier wirklich perfekt abgestützt. Ja, so. Und dann sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir wollen natürlich jetzt gleich einmal rübergehen in die andere Blockhütte. Da gucken wir uns das Ganze nochmal an, wie es aussieht, wenn es eingerichtet ist. Aber an sich könnt ihr jetzt loslegen, euch das hier zu gestalten. Und dann begeben wir uns einmal in diese Blockhütte. Ihr seht, ich habe mir hier noch so eine kleine Kante gemacht, damit man hier ein bisschen leichter reinkommt. Farbwahl und so kann man ja machen, wie man möchte. So, wir sind jetzt in der Blockhütte drin. Und innen drin habe ich mir das natürlich so schön gestaltet. Man kommt rein, man hat ein großes, offenes Wohnzimmer mit einer offenen Küche gleich dran, wenn man hier natürlich was brutzeln möchte. Oder auch hier in der Wohnzimmerecke mit einem schönen Kamin. An der Seite noch Holz, was man nachlegen kann, wenn es ein bisschen kälter wird. Aber ansonsten genießt man einfach hier seine Minecraft-Tage schön in seiner Blockhütte. Man kann auch sich noch ein bisschen Teppich auslesen. Entweder legt euch wirklich Teppich hin oder ihr nehmt trockenen Beton. Ich finde das Muster auch immer sehr schön. Und könnt euch das natürlich in den Boden noch ein bisschen verteilen. So, wir gucken natürlich auch einmal ins Badezimmer rein. Hier natürlich meine schicken Türen mit der Treppe. Die wirken einfach mal ein bisschen größer denn. So, im Badezimmer habe ich mir auch noch mal ein bisschen Teppich gelegt. Ich finde, das Gelb passt ganz gut hier zu diesen, ja, Türkisen so ein bisschen. So, im Badezimmer drin, was man braucht. Waschbecken, Dusche, die sogar funktioniert, meine Freunde. Wir sehen, in Minecraft gibt es sogar Technik, die man benutzen kann. Eine Toilette darf natürlich auch nicht fehlen, ganz klar. Vielleicht nicht gerade die beste Toilette gleich hier am Fenster, aber naja, in so einer Blockhütte, da ist man ja, sag ich mal, irgendwo mitten im Wald, wo man sich die ja platziert, da guckt ja keiner durchs Fenster. So, ja, dann sind wir unten soweit durch. Gehen wir jetzt einmal nach oben. Ich habe mir oben natürlich hier bei meiner Treppe noch so ein kleines Geländer gemacht mit Falltüren, damit man nicht runterfällt. Ja, so ein bisschen Sicherheit darf ja auch sein. So, hier oben auch wieder ein bisschen alles gestaltet, sehr offen gehalten. Ne, wir haben hier eine Sitzecke, wir haben das große Bett. Mit natürlich einer perfekten Aussicht auf seinen Wald, auf seinen See. Keine Ahnung, wo euch das Ganze platziert. Aber ihr habt hier jedenfalls eine schöne Nacht. Ihr legt euch hin. Ein bisschen Luxus habe ich mir auch gegönnt. Also hier wieder so ein paar schicke Lampen einfach mal hier in die Seite gebaut. So ein bisschen Luxus in Minecraft, der darf halt sein. Und den kann man sich hier ruhig mal gönnen mit so einer schönen Blockhütte. Du hast durchgehalten bis zum Ende dieses Videos. Du hast jetzt deine ganz eigene Blockhütte gebaut. Platziere sie dir, wo du möchtest. Und ansonsten findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere gleich den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand und verpasst kein Video mehr. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.